An einem gewöhnlichen Tag war Kim mit ihrer Familie und auch ihrem Sohn Milo in einem Restaurant namens Lorenzo. Die Kellner kannten die Familie schon und freuten sich immer wieder, wenn sie das Lokal betraten. Vor allem unterstützen sie immer den Sohn, der seit Geburt das Down-Syndrom hatte. Doch an diesem Tag war etwas anders. Kaum hatten sie ihren Platz eingenommen, setzte sich eine Familie neben ihr weg. Der Kellner dachte sich zuerst nichts Böses, aber schnappte dann einen Satz auf. Einer sagte: "Behinderte Kinder müssen irgendwo woanders hingehen." Der Kellner Michael sah es nicht ein, dass seine Gäste so behandelt werden und weigerte sich prompt, diese intoleranten Menschen weiter zu bedienen. Dies machte er ihnen auch klar und auch wenn er damit Trinkgeld und sogar seinen Job riskierte, blieb er hart und bat die Gäste letztendlich zu gehen. Für sein unglaublich rührendes Verhalten erntet er bei seiner Familie, seinen Freunden und letztendlich sogar bei seinem Arbeitgeber viel Respekt.